Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Immer weniger Zeit, mehr Stress, die wachsende Belastung am Arbeitsplatz und in der Schule haben unsere Ess- und Lebensgewohnheiten stark verändert. Immer mehr Leute leben in Klein- oder Einzelhaushalten. Wir kochen selber weniger und statt daheim isst man am Arbeitsplatz oder eben unterwegs. Ah, die Fertiggerichte habe ich schon etwa ein Jahr, die ich brauche, eben wenn ich arbeite. Teigwaren mit Fleisch oder irgendwie. Nur sporadisch. Das ganze Anas Pesto oder Veti Bossi-Zeug. Zum Beispiel Spätzle. Also das Bio-Spätzle. Ich nehme meistens so Veti Bossi Birchermüsli oder so. Die sogenannten Convenience-Produkte sind also gefragt. Bei Coop wird das wachsende Bedürfnis abdeckt mit frischen Sandwiches, Snacks, Drinks, Salat und Fertiggerichte von Betty Bossi. Ein grosser Teil von diesen lustigen Häppli wird bei Bell hergestellt. Fast rund um die Tour und wenn es nötig ist, sogar am Wochenende. Bei so viel Frische sind die Hygienevorschriften sehr streng. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen zuerst mal durch eine Schleuse, bevor es zum Beispiel an die Herstellung der Sandwich geht. 15 Sorten werden hier zügig gestrichen, beleidigt, zu drei geschnitten und verpackt. Ein Teil macht die Maschine, aber das meiste geht halt nur von Hand. Auch bei den Canapés ist das nicht anders. Durch viel Handarbeit entsteht aus jedem Ton Eier, Schinken, Käse oder Lachsbrötchen feine Kunstwerke. Mich würde es interessieren, wie lange so ein Sandwich hat, bis es hier im Laden ist und was sie unternehmen, damit es frisch bleibt. Die Qualität unseres Produkts beginnt schon bei den Rohstoffen. Aus diesem Grund verarbeiten wir nur erstklassige Komponenten. Und die Einhaltung von höchsten Hygieneanforderungen, gekühlten Arbeitsräumen und mit einer ununterbrochenen Kühlkette garantieren wir Ihnen den Genuss von frischen Convenience-Produkten. Was wir heute in unserem Unternehmen herstellen, können Sie morgen schon im Laden kaufen und geniessen. Bell macht nicht nur Sandwiches und Canapés für Betty Bossi, auch Soßen, Dips und Salat werden frisch zubereitet. Jetzt im Herbst gibt es wieder Spätzli. Die werden ähnlich wie daheim hergestellt, nur eben alles im grösseren Umfang. Mehl, Eier und Gewürze werden gemischt und der Teig durch ein grosses Passweit gelassen. Dann kommen die Spätzli ins kochende Wasser und gerade anschliessend in die Verpackung. Fix fertig und bereit zum Aufwärmen und Geniessen. Schneller und bequemer geht es wirklich nicht. Als Beilage zu den Wildgerichten von Betty Bossi sind die Spätzli übrigens jetzt auch besonders aktuell und fast nichts zu ersetzen. Trotz der Convenience-Produkte wollen nicht alle aufs Kochen verzichten. Oder auch nicht immer. Denn auch das kann nämlich unkompliziert sein und sehr gut. Wie das unsere Single-Rezepte beweisen, die man in allen grösseren Läden findet. Wir haben wieder ein paar Leute gefragt, ob sie nicht zu uns ins Studio kommen und so ein Rezept ausprobieren. Und es hat auch das mal geklappt. Mein Name ist Annelies Dinkel und ich koche für Sie heute den Mini-Gemüsestrudel. Das sind die Zutaten, die ich dazu brauche. Ich habe hier schon anfangs Brokkoli und Peperoni klein geschnitten. Die gebe ich jetzt in die Pfanne und lasse sie 2 bis 3 Minuten köcheln. Während das Gemüse kocht, bereite ich den Teig vorbereiten. Wir schneiden in 4 gleich grosse Teile. Dann bepinseln wir mit Olivenöl. Als nächstes bereiten wir die Füllung vor. Dazu brauche ich Gantadou, ein Ei und Käse. Zum Schluss tue ich das Gemüse, das in der Zwischenzeit fertig gekocht ist, mit dieser Masse verrühren. Dann rolle ich das Ganze. Als nächstes gebe ich den Gemüsestrudel aufs Blech und es mit Olivenöl einpinseln. Und jetzt kommen die Mini-Strudel noch für eine halbe Stunde in den Ofen. Ich muss sagen, es sieht eigentlich gut aus, was ich hier gekocht habe. Jetzt hoffe ich nur noch, dass es auch gut schmeckt. Ich wünsche Ihnen einen guten. Wenn bei den Produkten Kalorien reduziert werden, leidet meistens auch der Geschmack darunter. Nicht so bei den neuen fettreduzierten Biscuits von Coop. Ernährungsbewusste Genießer, die Wert auf eine gesunde und fettarme Ernährung legen, aber trotzdem gerne etwas Süßes knabbern können wählen. Zwischen den zartknusprigen Biscuits Saveur Chocolat, den leichten Tuiles au Citron und den luftigen Plaisir aux Abricots. Dreimal einen leicht bekömmlichen, trendigen Genuss. Am 22. September findet wieder das Herbst-Äquinoctium statt.
bei den meisten von uns eher bekannt als Tag- und Nachtgleiche. Mehr über das astronomische Ereignis erfahrt ihr in einer Woche. Bis dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen miteinander.